Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Just a Crush. In der RenPy Engine, wie ihr gerade ganz offensichtlich gesehen habt. Wir haben hier Musik. Muss mal schauen, wie das ist von der Lautstärke her. So, jetzt solltet ihr die auch hören. Und wir beginnen einfach. Es ist nur ein Crush. Das ist das, was ich mir selbst immer eingeredet habe. Ich dachte, ich würde darüber hinwegkommen, dass diese Gefühle verschwinden. Aber das sind sie nicht. Ich denke immer noch viel an ihn. Was nicht so seltsam ist, wenn man bedenkt, dass er mein bester Freund ist. Seit er auf der Universität ist, höre ich nicht mehr viel von ihm. Ich weiß, er ist wahrscheinlich beschäftigt, aber es tut trotzdem weh. Ich möchte ihn lächeln sehen und ihn lachen hören. Es ist schwierig für mich, nicht an ihn zu denken. Ich schreibe ihm fast jeden Tag. Es ist so lang her, dass wir das letzte Mal zusammen abgehängt sind. Ich habe ihn eingeladen, ein paar Mal, dass er zu mir kommt, aber er hat jedes Mal abgelehnt. Also Ryan schreibt, komm rüber, ich vermisst dein Gesicht. Da fällt mir ein gutes Lied ein, komm doch mal rüber. Und Elijah oder Elijah, na, wir können Videospiele spielen und Pizza essen. Nein, also pass. Warum hast du mich? Tue ich nicht. Aber du hängst nicht mehr mit mir ab. Ja, ist ja schon gut. Ich komm. Bin bald bei dir. Süß. Deshalb war ich umso mehr überrascht, dass er jetzt tatsächlich zu mir kommen würde. Das ist meine Chance, ihm zu sagen, wie ich mich fühle. Das würde ich nicht empfehlen, aber okay. Hey, deine Mutter hat mich reingelassen. Wow, bist tatsächlich gekommen. Ja, ich habe die Ablenkung gebraucht. Da ist was dran. Hä? Ich bin nur froh, dass du hier bist. Fühlt sich ein bisschen seltsam an. Jetzt da er da ist, weiß ich nicht, was ich zu ihm sagen soll. Wie ist es auf der Arbeit? Arbeit ist Arbeit, da möchte ich nicht drüber reden. Erzähl mir was von der Uni. Darüber will ich nicht reden. Ich habe ein paar Tests, die anstehen und da habe ich kein so gutes Gefühl dabei. Hallo, du wirst mit Bestnote bestehen. Tust du immer. Danke dir. Ich hoff's mal. Nun. Es ist Zeit, einfach mal von all dem wegzukommen. Also, was spielen wir? Splatoon 2. Alles so Spiele, wo ich den Hype nie verstanden habe, aber muss ich ja nicht. Was? Ich muss doch nicht rüberkommen, für sowas zu spielen. Nee, aber es macht mir Spaß. Und ich wollte dich mal wieder sehen. Er setzt sich neben mich auf das Bett. Dann lass uns spielen. Wenn du mich einmal mehr splattest, ich kenne mich im Spiel nicht so gut aus, ist nicht mein Spiel. Ja, was machst du dann? Mach's nochmal und du wirst schon sehen. Es ist süß, wie sehr ihm das Sieg wichtig ist und es macht so viel Spaß, ihn ein bisschen damit aufzuziehen. Ryan, bist du okay? Du scheinst irgendwie nervös zu sein. Ja, mir geht's super gut. Lügner, irgendwas beschäftigt dich. Du kannst es mir schon sagen. Ja, du hast ja recht. Ich kann es nicht länger vor dir geheim halten. Also, was ist das? Das ist meine Chance. Ich muss es ihm jetzt sagen. Kann ich nicht. Ich wollte sagen, wie stolz ich auf dich bin, dass du das mit der Uni echt durchziehst. Das muss ziemlich schwierig sein. Das ist es. Er scheint enttäuscht. Oder bilde ich mir das nur ein? Ja, es ist irgendwie peinlich, das zu sagen. Dankeschön.
Es ist schwierig, aber ich beiß mich durch. Immer. Ich werde dich immer anfallen. Wir entscheiden uns, mehr Zeit damit zu verbringen, indem wir nur einen Film anschauen. Müssen wir diesen Kinderfilm anschauen? Das ist kein, nicht nur ein Kinderfilm, das ist eine emotionale Achterbahnfahrt. Das bezweifle ich. Du wirst sehen, in 20 Minuten wirst du weinen. Wenn du das sagst. Weinst du schon? Nope. Wie kannst du nicht weinen? Sein Bruder ist tot. Es braucht sehr viel, um dich zum Weinen zu kriegen. Du Monster. Heulsuse. Wir beide brechen einen Lachanfall aus und ich merke, wie sehr ich es liebe, wenn ihr lacht. Du weißt, dass ich scherze, okay? Es ist vollkommen in Ordnung zu weinen. Er lehnt seinen Kopf an meine Schulter. Ja, ich weiß. Es ist schön. Ich vermisse es, Zeit mit ihm zu verbringen. Okay, ich gebe es zu. Es war ganz gut. Also, für einen Kinderfilm jedenfalls. Ganz gut. Du bist herzlos. Ist das das, was du wirklich von mir denkst? Natürlich nicht, ich habe einen Witz gemacht. Was auch immer. Bist du hungrig? Du wirst so stinkig, wenn du hungrig bist. Ja, da ich kenne jemanden, der mir Pizza versprochen, aber ich sehe keine. So süß. Ja, habe ich vergessen. Meine Schuld. Bist du vergesslich? Du hast auch vergessen. Nö, ich habe auf dich gewartet. Gut, Mister, eingeschnappt. Ich bestelle jetzt. Was möchtest du? Was ich immer nehme. Es ist schwer, ihm böse zu sein, wenn er so süß ist. Wir sitzen auf meinem Bett und essen Pizza. Was ich nicht empfehlen würde, es auf dem Bett zu machen, aber okay. Ich kann sie kaum schmecken, ich bin viel zu nervös. Elijah wird vermutlich gehen, nachdem wir mit Essen fertig sind. Das heißt, ich muss ihm bald sagen. Danke für die Pizza. Kein Problem, danke fürs Kommen. Seltsam. Er scheint nicht schnell gehen zu wollen, aber es wird spät. Sag's ihm. Elijah, ich muss dir was Besonderes sagen. Warte, ich muss dir vorher was sagen. Musst du? Ja. Ich merke dich schon sehr lange Zeit. Mehr als einen Freund. Mein Herz setzt einen Schlag aus. Wie lange? Seit du einen Füller mir in den Hinterkopf geworfen hast in unsere Englischklasse. Es war ein Unfall. Ich wollte Mark treffen. Warte, so lang? Das ist schon Jahre her. Ja, hab's dir nie gesagt, weil ich dachte, dass du nicht gleich fühlst wie ich. Als ich angefangen habe, zur Universität zu gehen, habe ich mich von dir distanziert. Habe ich zwar mal versucht, aber du bist so anhänglich. Schreibst mir immer und bittest mich, mit dir abzuhängen. Es war so schwierig, immer Nein zu sagen. Als du mich eingeladen hast, habe ich gedacht, es ist ein guter Zeitpunkt, dir zu sagen. Vielleicht wirst du mich dann nie mehr sehen. Ich lache und weiß nicht, ob es die Nerven sind oder die Situation. Warum lachst du? Es tut mir leid, ich wollte dir gerade dasselbe sagen. Aber du hast mich geschlagen und das hätte ich nie gedacht. Du überraschst mich immer. Ryan, ich träume, nicht wahr? Ich muss nach der Pizza eingeschlafen sein. Du träumst nicht, du Dummkopf. Das ist echt. Ich weiß nicht. Ich denke, das solltest du mir beweisen. Gut, dann werde ich. Schließ deine Augen. Seine sanften Lippen pressen gegen meine und ich küsse ihn zurück. Ich liebe dich, Ryan. Ich liebe dich auch. Ich kann nicht glauben, dass das gerade passiert. Die ganze Zeit hat er dasselbe für mich empfunden. Ich könnte fast vor Glück sterben. Und hier noch die Credits und vielen Dank fürs Zusehen. Die MIT-Lizenz ist ganz okay. Die GNU Lesser General Public License ist eine Katastrophe, finde ich zumindest. Aber
Naja, das ist ja Ansichtssache. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Projekt. Habt einen wunderschönen Tag und bleibt gesund.